Von mir aus können Sie das tun, solange Sie die körperlichen Herausforderungen schaffen. Also jetzt zum Beispiel Bauarbeiter oder so. Wenn Sie das, die Kraft dazu haben, das Zeug dazu haben, können Sie es von mir aus tun und schaffen. Ich stimme Ihnen da ganz zu, wenn es Ihr Wunsch ist, Sie möchten das unbedingt werden. Wie, also man sieht ja bei Mechanikern ganz selten eine Frau, aber wenn sie das unbedingt möchte, dann kann sie das gerne tun. Und es schafft. Ich denke auch, dass Frauen genauso gut sein können wie Männer in manchen Berufen, also auch in Chefpositionen oder sowas. Das würde ich jetzt schon sagen. Was machst du überhaupt? Also ich finde, dass man nicht wirklich sagen kann, dass Frauen in Männerberufen arbeiten, sondern ich finde einfach, dass die Gesellschaft sagt, was Frauen und was Männerberufen sind. Und ich finde, dass jeder selbst aussuchen kann, was er arbeitet. Und deswegen finde ich auch, dass es eine Chancengleichheit für Frauen geben soll. Weil wer sagt nicht, dass Frauen genauso gut zum Beispiel Tischler oder sowas sind wie Männer? Klar, es ist vielleicht ein kleiner Kraftunterschied, aber ich meine, man arbeitet in einem Team zusammen, da kann man sich auch gegenseitig helfen. Und ich persönlich würde nicht in einem Männerberuf arbeiten, einfach nur, weil ich das einfach von mir aus nicht will. Also zum Beispiel Kfz-Mechanikerin ist nicht mein Beruf, also das habe ich nicht als Wunsch. Aber wer das hat, der soll es versuchen und ich hoffe, dass es dann funktioniert.